Moin moin meine Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Tag. Gestern war die Tonqualität ja nicht ganz so gut. Ich habe direkt vor dem Video geschrieben, mir ist das erst nach dem Aufnehmen aufgefallen. Heute sollte es besser klappen mit der Tonqualität. Ich habe soweit alles wieder eingestellt. Ein kurzes Update. Es sind halt nur 4 Punkte und wenn man sich überlegt, welche Mannschaften hinter uns sind, dann könnte es schwierig werden. Gladbach ist auf jeden Fall hinter uns, Schalke ist hinter uns und Freiburg. Und das sind so Mannschaften, die sich mitten in der Saison fangen können und dann können die mal eine Serie hinlegen von 6 Spielen ohne Niederlage und dann sind wir da unten ganz mit drinne. Angebot für Stiller, 28 Millionen. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir Stiller verkaufen? Für 28, ich würde sogar sagen, wir kriegen für den 35 Millionen. Und dann könnten wir hier nochmal nachrüsten mit junge, neue Talenten. Er wäre auf jeden Fall ein interessanter Mann, den wir dann nachkaufen könnten. Und der hat eine 73 und Stiller, der hat einfach nur 3 Punkte mehr. Und er ist halt nur zufrieden, weil er ist halt von Anfang an mit dabei. Ne? Oh, schwierig. Machen wir erstmal gar nichts. Ja, Freunde, ich habe mich dagegen entschieden. Gerne in die Kommentare schreiben. Sollte jetzt nochmal ein Angebot kommen für 50 Millionen, könnte man das vielleicht annehmen. Aber so macht das aus meiner Sicht wenig Sinn. Er ist von Anfang an mit dabei. Und ja, er ist eigentlich der Mittelfeldmotor bei uns in der Mannschaft. Und gerade jetzt kurz vor dem Abschiedskampf, oder wir sind ja mittendrin, möchte ich halt ungern die Stütze verkaufen und dann ein neues Talent da irgendwie einbauen. Und Sterigu hat auch ein Angebot bekommen. Er ist halt unzufrieden, hat aber eine 79. Für ihn könnte ich safe 60 Millionen bekommen. Vielleicht ist er auch, das sehe ich jetzt gerade, unglücklich, weil er zu wenig Wochengehalt bekommt. Und er sich eigentlich mehr verdient. Könnte natürlich daran liegen. Ja, ich denke, also jetzt habe ich es, glaube ich, herausgefunden. Das liegt an den Wochengehältern. Da es Spieler gibt, die weniger spielen und mehr verdienen, sage ich jetzt mal. Und da müssten wir dann einfach bei denen nochmal nachbessern. Das nehmen wir an. Damit haben wir Sterigu jetzt verlängert und ich hoffe, dass er sich darüber freut. Einen Neuzugang holen wir jetzt aber trotzdem und zwar ist das Matti Heinrich aus der eigenen Jugend. Befördern wir zu den Profis. Und jetzt spielen wir gegen die Borussia aus Dortmund, die eine sehr gute Mannschaft haben. Keitz spielt links hinten, Klaus lässt sich trotzdem noch vorne spielen, obwohl Karim wieder da ist, aber nach seiner Verletzung und sehr kurzen Vorbereitung wird er als Joker erstmal eingewechselt. Und Möwald spielt im zentralen Mittelfeld. Und dann würde ich sagen, Signal Iduna Park, wir kommen. Let's go, Freunde. Und nein, jetzt fällt mir gerade ein, ich hoffe, der Ball ist nicht auch weiß. Das wäre so ärgerlich. Und hier ist auch wieder mit Choreo. Ich glaube, das haben die reingepatcht. Aber bei uns, also ich glaube, das ist nur bei den originalen Stadien. Weil wir haben keine Choreo. Und der Ball ist natürlich weiß. Da der Ball weiß ist, würde ich sagen, gehen wir zur Simulation rüber. Das ist echt ärgerlich. Und das ist 1:0 durch Erling Haaland. Ja, wir springen zum Endergebnis. Wir verlieren 1:0. Ärgerlich, aber Dortmund ganz klar besser. Und jetzt sind wir hier im ganz wichtigen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause auf dem Betzenberg. Und ich habe Kai Schuster wieder reingestellt. Genauso wie Möwald und vorne darf jetzt Karim wirbeln. Und jetzt gehen wir, bevor wir ins Spiel gehen, anpassen. Spieleinstellungen. So, jetzt geben wir hier irgendwie so einen Schneeball. Genau, so Winter. So, ich habe es jetzt nochmal eingestellt und jetzt gehen wir ins Stadion rein. Und da kommen wir auch schon an. Und Karim feiert sein Comeback. Den brauchen wir jetzt auch vorne im Sturm. Und wir haben keine richtige Choreo. Schade eigentlich. Und Schnee haben wir jetzt eigentlich auch nicht mehr da. Stark von Zimmer. Und jetzt geht's ab. Kontersituation über Kevin Möwald. Dressel. Spiel auf Scholz. Der kann ihn nicht ganz quer legen. Schade. Oh, und da ist das 1:0 für Gladbach. Es ist gut durch auf Möwald. Und er macht nicht den Ausgleich. Den müssen wir reinmachen. Weltklasse gehalten von Zwieler. Der hält uns hier im Spiel.
glaube, beim 2-0 wäre das Ding auch Game Over. Ich habe jetzt zur Halbzeit umgestellt und zwar spielen wir jetzt mit Doppelsturm, weil wir unbedingt 3 Punkte eigentlich brauchen. Und deswegen kommt Klaus rein für... Also Henning ist das nicht. Ach hier, Dressel. Wurde oben angezeigt. Ja, sieht doch schon mal viel besser aus. Nein! Schade. Da haben wir Glück gehabt. Aber jetzt ist das natürlich sehr konteranfällig. Ich muss das Risiko einfach eingehen. Jetzt sind wir durch. Na, spiel den doch auf Klaus. Ryan Henning kommt jetzt rein für Möwald. Standardsituation. Klaus. An den Pfosten. Wie viel Pech kann man haben? Und da ist der Ausgleichstreffer. Let's go, Freunde. Boah, Junge, was für ein Pass von Henning. Yes, so wichtig. Gladbach hätte uns damit überholt. Und Kenzo eingeleitet, schöner Ball. Dann haben wir auch ganz viel Glück. Oh, Gott sei Dank. Pfeift doch ab. Oh, er pfeift ab. Wir spielen unentschieden. Ganz wichtiger Punkt. Und hier ist nochmal ein Angebot von Newcastle für Stiller. Aber das werde ich ablehnen, da wir keine Alternativen haben. Ja, meine Freunde, wir spielen jetzt gegen Bayern München. Und ich habe den Fehler herausgefunden, warum die alle unzufrieden sind. Ich hatte einfach keine Lust auf Pressekonferenzen und dadurch ist die Moral von allen Spielern gesunken. Und gegen Bayern München gehen wir in die Schnellsimulation. 2:1 verlieren wir nur, schade. Aber ist halt Bayern München, ne? Kann man nicht so viel erwarten. Ja, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Spiel dieser Saison. Hört sich wahrscheinlich komisch an, FC Augsburg gegen Kaiserslautern. Aber wir haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz und Augsburg ist letzter und dann müssen wir 3 Punkte mitnehmen. Und deswegen würde ich sagen, spielen wir das Ding hier selber aus. Und Karim mit dem Kopf zum 1:0, ganz wichtig. Schön herausgespielt über die rechte Seite, über Möwald, Hahn und Zimmer. Und da macht doch Karin sein, ich glaube, 5. Saisontor. Schöne Flanke da reingebracht. Butter, weich und dann nur noch kurz den Kopf reinhalten. Und 6 Saisontore hat er jetzt. Let's go. Abseits. Mann, wieso steht er nicht im Abseits? Gibt's doch nicht. Ausgleich. Karim ist durch. Geiler Ball von Möwald. Und da ist das 2:1. Den macht er natürlich easy rein. Yes, let's go. Ganz wichtig. Und jetzt müssen wir uns einfach in der Abwehr mal zusammenreißen. Ganz einfach. Und er macht seinen Dreierpack, Karim. Adeyemi, let's go, 3:1. Und wieder Möwald mit der Vorlage. Hier sehen wir es nochmal schön. Da geht er ins 1 gegen 1, verliert fast den Ball. Und dann denkt er sich, okay, den muss ich jetzt reinhauen. Und da ist er doch wieder back, Jungs. Der Königstransfer. Der Prinz. Ja, Halbzeit, meine Freunde. Wir führen 3:1. Wir haben ganz wenig Ballbesitz, setzen aber komplett auf Konter. Und das passt eigentlich ganz gut. Und ich würde jetzt zum Endergebnis springen. Und wir gewinnen das Ding 3:1. Let's go, Freunde. Ganz wichtige 3 Punkte da geholt. Ja, meine Freunde, die Folge ist wieder zu Ende. Wir sind 13. haben 22 Punkte. Sind 3 Punkte Vorsprung auf Schalke, der auf dem Relegationsplatz sitzt. Und ja, darum geht es eigentlich, dass wir jetzt nicht mehr auf den Relegationsplatz rutschen und wir jetzt noch so viele Punkte wie möglich einholen.
Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann die nächsten Spiele machen. Ich weiß nicht, ob wir dann schon die ganze Saison schaffen. Und ob ich dafür 2 Folgen brauche. Das kann ich jetzt noch nicht so sagen. Aber wir werden es sehen. Bleibt dran. Bis bald. Und ciao.